Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Conan Exiles, natürlich ein Guide. Ich wünsche euch beim Ansehen dieser Folge jede Menge Spaß. Vielleicht ist auch für den einen oder anderen irgendwas Neues, Wissenswertes in dieser Folge enthalten. Viel Spaß beim Ansehen. So, wie gesagt, diese Folge wird sich um das Thema Dächer drehen und dann auch nicht um alle Dächer, die man in Conan Exiles aufbauen kann, sondern um eine spezielle Art des Dachs. Und zwar ist die Rede von dem sogenannten invertierten Keildach. Wie komme ich auf dieses Thema? Nun, ganz einfach, dieses lese ich sehr häufig bei mir in den Kommentaren, aber auch in diversen Conan Exiles Foren, aber auch auf Reddit. Viele Leute haben enorme Probleme damit, wenn sie einen Rundbau hinstellen, ein invertiertes Keildach ordentlich zu platzieren. Meistens ist das Problem, dass sie sich nicht platzieren lassen, beziehungsweise dass das immer wieder hin und her springt. Wie ihr seht, hier bin ich gerade eine kleinere Basis am Aufbauen. Es ist mal etwas anderer Style als das, was ich sonst immer mache. So, gucken wir mal hier nach den Dächern, was wir hier für Möglichkeiten haben. So. Das ist zum Beispiel ein aquilonisches Keilschrägdach oder auch ein invertiertes Schrägdach. Das merkt man daran, dass die Spitze nach unten zeigt und nicht nach oben. Und die lassen sich in der Regel nur sehr, sehr schwer platzieren. Warum Funcom das so unglaublich schwierig gestaltet hat, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das macht auch nichts. Ich muss nicht alles wissen. Aber schauen wir einfach mal. Ich habe, wie gesagt, hier einen wunderschönen Rundbau, einen Turm angefangen. Und den müssen wir natürlich mit einem Dach versehen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier zur Verfügung? Ich habe mir hier die Dächer bereits schon mal eine hingelegt. Einmal normale Schrägdächer, so wie sie immer sind, so schön, richtig schön aufgebaut. Dann ein normales Keilschrägdach. Man erkennt es, dass die Spitze ist nach oben. Es ist also ein normales Keilschrägdach und dann das invertierte Keilschrägdach. Und das ist die Problemzone, die meisten Leute immer wieder haben. Schauen wir einfach mal. Wir nehmen jetzt alle drei Arten mal mit und die werden wir jetzt nach und nach platzieren. Fangen wir erstmal mit dem normalen Schrägdach an. Die lassen sich noch relativ leicht positionieren. Manchmal zicken sie auch hier ein wenig rum, dass sie sich nicht umswitchen wollen, sodass man sie nach reinstellen kann. In dem Fall empfehle ich euch, das war richtig gewesen. Geht einfach einen zurück und macht den nächsten. In der Regel ist es dann so, dass ihr danach die relativ einfach positionieren könnt. Meistens ist es auch so, dass man mit der Maus ein wenig rumzwicken muss, beziehungsweise mit dem Cursor, und dann passt es irgendwann einfach. So, das waren die normalen Schrägdächer. Jetzt die normalen Keilschrägdächer. Die sind auch noch relativ einfach zu platzieren. Einfach oben drauf stellen, schön mit der Maustaste in die richtige Form bringen, so dass sie nach innen zeigen. So. Ihr seht trotzdem, es passiert immer wieder, dass man manchmal zu schnell ist und sie dann zurückspringen. So, und natürlich müssen sie noch auch hier am Boden positioniert werden. Hier sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Möchte man die auf so einer Dreieckskeilform positionieren, muss man immer zusehen, dass man an die äußere Kante kommt. In der Regel ist es so, dass die gerne versuchen, hier an den inneren Kanten anzusnappen. Ihr müsst dann euch so positionieren, dass sie tatsächlich auf die äußeren gehen. Das ist manchmal ein wenig tricky, aber es ist durchaus machbar. Wichtig ist, Freunde, behaltet die Ruhe dabei, während ihr am Arbeiten seid. Es bringt gar nichts, wenn ihr darüber missmutig werdet oder ihr die Geduld verliert. In der Regel ist das einfach nur eine Frage der Positionierung und der Ruhe. So. Jetzt will es mal wieder nicht, also gehen wir weiter zum nächsten.
Ups. Ich weiß nicht, warum Funcom das vom System her dermaßen umständlich gemacht hat. Ich weiß, dass es einfache Möglichkeiten gibt, solche Schrägdächer zu positionieren. Es ist ein sehr umständliches System, muss man dazu sagen, das auch häufig dazu führt, dass viele Leute den Spaß am Bauen generell verlieren. Einfach weil es immer wieder in der letzten Minute umsnappt, weil es nicht passt oder gar nicht erst in die richtige Position geht, egal wie man sich hinstellt. Zum Beispiel, jetzt seht ihr es will partout nicht in die richtige Reihenfolge. So, gucken wir mal hier. Ah. Meine Güte. Seht ihr, genau das ist das. Man bewegt nur minimal die Maus und schon ist es wieder zurückgesnappt. Ganz wichtig, Freunde, ihr könnt auf diesen Schrägdächern, also auf diesen Keilschrägdächern, nicht klettern. Ihr könnt auch nicht da draußen rumlaufen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier versuchen möchte, hier auf das Dach zu laufen, auf dem normalen Schrägdach, funktioniert das. So, bewege ich mich aber hier auf dieses Keilschrägdach, werdet ihr sehen, wir verlieren sofort unseren Grip und stürzen zu Boden. So, bedenkt bitte, wenn ihr dann unterwegs seid, ihr könnt auf diesen Keilschrägdächern nicht laufen. Auch hier weiß ich nicht, warum Funcom das dermaßen umständlich gemacht hat. Aber wir müssen damit leben. So, auch hier jetzt den letzten schön positionieren. Ihr seht, gerade hat es nicht geklappt, jetzt klappt es. Gut, diese normalen Keildächer benötigen wir nicht mehr. Was wir jetzt benötigen, sind auf jeden Fall normale Mauern. Alternativ gehen auch Decken. Ich empfehle euch aber, mit Mauern zu arbeiten. Denn die Rede ist jetzt von den invertierten Keildächern, die hier mit der Spitze nach unten. Ihr werdet sehen, egal wie ich jetzt hier am Handhaben bin, wir kriegen einfach keinen Snap Point hin, um dieses invertierte Keildach positionieren zu können. Da ist es ganz wichtig, dass ihr eine sogenannte Mauer einfach da reinsetzt. So, ihr seht, jetzt ist diese Mauer gesetzt und mit der oberen Linie, die hier ist, haben wir automatisch die Snap Kante, wo dieses invertierte Keildach dran gehen kann. Ihr müsst es dann nur noch so drehen, dass es nach außen zeigt. So. Und schon ist es positioniert. Ihr seht, das ist der ganze Trick an dieser Sache. Ihr positioniert einfach dann hier diese Wände. Sehr schön. Setzt das Dach richtig dran. So, und schon haben wir überall dieses invertierte Dach hingestellt. Was jetzt noch offen ist, können wir dann dementsprechend wieder mit dem normalen Keilschrägdach abrunden. So, und schon haben wir im Großen und Ganzen das Dach für diesen Raum fertig. Hier ist jetzt natürlich noch ein Oculus frei geblieben, das wir natürlich auch noch bedecken können, wenn wir es denn dann wollen. Hier brauchen wir wieder nur das normale Keilschrägdach, also einfach reinnehmen ins Inventar, rausnehmen, die anderen Sachen rauslegen, eine Kleinigkeit eben trinken. Wir wollen ja nicht des Durstes sterben. Und dann ganz einfach zum Snappen bringen, nach innen drehen, snappen, innen drehen, positionieren, snappen, innen drehen, positionieren, snappen, innen drehen, positionieren, das gleiche und den Abschluss. Und schon haben wir ein wunderbares Runddach bei uns hier auf dieses Gebäude gebracht. Schauen wir uns das mal von außen an, ob man da irgendwas sieht. So, cheaten wir mal ein bisschen. Mach mich zum Admin. I believe I can fly. Da haben wir es. So, und wir sehen, unser Runddach ist tatsächlich fertig. Von außen sieht man nicht, dass wir mit diesen Wänden gearbeitet haben und es ist perfekt zum Abschluss gekommen. So einfach ist es, mit den invertierten Dächern zu arbeiten. Es ist keine große Herausforderung. Man muss nur wissen, dass man eine Snap-Kante schaffen muss. Sobald man diese Kante zum An
snappen, nenne ich das, also dieses Snap ist diese Haltbarkeitsgrenze. Wenn man diese Snap-Kante zur Verfügung gestellt hat, ist das Anbringen von einem invertierten Keildach überhaupt kein Problem mehr. Der große Knackpunkt aber ist, Freunde, ihr werdet diese Wand nicht entfernen können. Ihr könnt sie natürlich wegbolzen, also sprich zerstören, aber dann wird auch damit das Dach, das da dran angebracht ist, in dem Fall das invertierte Schrägdach, gelöscht. Also es wird zerstört. Genauso in dem Fall hier dieses Dach, beziehungsweise das obere Dach. Das heißt, dieser gesamte Bereich von der Mauer an bis nach oben hin fällt komplett in sich zusammen und ihr müsst die gesamte Arbeit neu machen. So. Ein weiterer Aspekt, warum man im Spiel keine Dächer bzw. Keildächer setzen kann, ist das Fehlen von Stützen. Also etwas, wo Statik mit drin verbunden ist. Wir sehen das zum Beispiel hier an diesem, ja, kleinen Balkon, den ich mir hier in diesem Schlafbereich aufgebaut habe. Ich wollte auch hier eine kleine Rund haben, ein kleines Rondell haben. Daher habe ich mir mit diesen Keilfundamenten hier diesen Balkon geschaffen. Aber ihr werdet sehen, dass ich hier nicht in der Lage bin, weder hier noch hier irgendein Keildachfragment hinzusetzen. Ihr seht, es geht nur in diesen inneren Bereichen, aber nicht an diesen äußeren Bereichen. Egal wie ich die Maus auch drehe und wende, es geht einfach nicht. Das gleiche ist auch, obwohl hier eine Mauer ist, mit dem Dachschrägfundament. Ihr seht es hier, es geht nur nach unten raus, aber nicht nach oben. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, gucken wir mal. Ah, das könnte, nee. Platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen. Woran liegt das? Nun, ihr seht, es ist einfach kein Fundament mehr vorhanden, das dieses Gewicht tragen könnte. Welche Möglichkeiten gibt es, um dem entsprechend entgegenzuwirken? Es sei denn, erste Möglichkeit, ihr setzt ein Fundament von oben bis unten auf den Boden. Das ist natürlich extrem hässlich. Die andere Alternative ist, ihr benutzt einfach sogenannte Säulen zum Abstützen. So, ihr kennt die Säulen. Gucken wir mal nach den aquilonischen. Da haben wir sie. Nehmen wir mal 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dann machen wir noch 2 Stück mehr. So, ich habe das jetzt natürlich relativ einfach gemacht. Ihr müsst sie jedes Mal dementsprechend craften. So, ihr müsst dann einfach beigehen und... Ja, so gern ich auch Brüste sehe, aber jetzt im Moment passen sie nicht. Am besten setzt ihr sie in die Mitte rein, genau da, und setzt sie dann bis nach unten hin, bis ihr Grund erreicht. Wasser reicht nicht aus, ihr müsst komplett auf den Grund des Sees gehen. So. Er muss komplett im Boden verschwinden, so wie dieser jetzt hier. So, dann könnt ihr wieder nach oben hinklettern. Ihr seht, das ist relativ mittig. Damit haben wir der Statik Genüge getan. Wir geben uns mal eben mit dem persönlichen Lift nach oben. Nur Butter bringt Ruhe, nur Butter bringt Ruhe, nur Butter bringt Ruhe. So, und schon werden wir sehen, passt sowohl das normale Keilfragment als auch das invertierte Keilfragment. So, seht ihr? Und schon können wir es anklippen. Das gleiche gilt jetzt natürlich auch mit diesen schräg invertierten. So. Platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen. Passiert manchmal. Besonders wenn man gerade erst selbst dort gestanden hat, kann es schon mal passieren, dass ein Gebäudeteil nicht anploppen will. Einfach weil dann das System euch immer noch dort registriert und noch nicht verstanden hat, dass ihr gar nicht mehr dort seid. So, immer noch nicht. Gut, also einmal hier die Mauer löschen. Das ist eine andere Alternative, mit der ihr das wieder machen könnt. Und wieder eine neue Mauer reinsetzen. So. Und schon seht ihr, könnt ihr dieses Fragment ganz normal hinsetzen und hiermit den Abschluss kreieren. So, die Mauern kommen jetzt noch weg, damit wir hier die
diese Rundung schön haben. Und schon seht ihr, haben wir hier diesen Raum richtig schön mit einer Dachrundung abgeschlossen. Es bringt natürlich jetzt nichts, hier jetzt ein Fenster oder hier reinzusetzen, einfach weil wir dann aufs Dachgestell starren würden. Und das bringt natürlich herzhaft. Bedenkt aber bitte, Freunde, wenn ihr mit solchen Säulen arbeiten solltet und ihr rein zufällig in einem PvP-Betrieb seid, also auf einem PvP-Server oder sonst wo, wo PvP betrieben sind, Säulen sind relativ schwach. Sie können relativ leicht weggebombt werden und somit einen potenziellen Zugang zu eurer Basis ermöglichen. Aber ansonsten, wenn ihr diese Säulen noch irgendwie ein wenig verstärken bzw. verbessern könnt, zum Beispiel indem ihr andere Dinge drumherum stellt bzw. sie noch in Wänden versteckt, was natürlich auch extrem hässlich anzusehen ist, weil damit ist diese gesamte Säule dann ad acta geführt, ad absurdum geführt, so heißt es ja richtig, dann ist sie zwar geschützt, sieht hässlich aus, aber es dauert länger, bis potenzielle PvP-Gegner diese Säule wegbomben können, zumal dann auch noch andere Wände zum Tragen kommen können. Aber ansonsten ist das alles, worauf ihr beim Setzen von invertierten Keildachfragmenten achten müsst. Ihr müsst eine Wand setzen oder eventuell ein entsprechendes Dachteil, womit natürlich wieder Dach, also Kopfhöhe verloren geht, um diese invertierten Dachkeilfragmente überhaupt platzieren zu können. Ja, Freunde, ich hoffe, dass euch das jetzt gefallen hat, diese Folge. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Schaltet auch bei der nächsten Folge hier auf meinem Kanal wieder ein, egal ob es Conan Exiles ist oder eins der Let's Play-Projekte. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao.